Hallo meine lieben amigos del corazón. Eso es una clase de alta frecuencia. Das ist ein High Frequency Training. Und auch ein Willkommensgruß aus dem MUG für die Reisenden, die sich vorbereiten und in einer Woche, genau in einer Woche am Flughafen in Mexiko-Stadt ankommen werden. Tenochtitlan, Nido del Águila, Nest des Adlers und Heim der heiligen Guadalupe. También es una invitación para los amigos que se están preparando y que van a llegar al aeropuerto exactamente en una semana, aeropuerto de la Ciudad de México. El Tenochtitlan, Nido del Águila, hogar y cuna de la Virgen de Guadalupe. Gewisse Dinge, die muss man einfach tun. Okay? Julia wurde auch überrascht, ich auch, schon seit 2 Stunden. Aufgeweckt. Kennt ihr das? Wenn man nicht aufwacht, dann wird man aufgeweckt. Genau. Hay cosas que simplemente hay que hacer. Por eso me llegó ahora espontáneamente la idea de grabar algo. Hay cosas que luego no las hacemos, los posponemos y bueno, si no despertamos, nos despiertan. Así me pasó desde hace 2 horas. Primero no quería, pero luego sí. Entonces volví y estuve aquí. Teil davon, immer mehr hochfrequent zu leben, ist auch deine geplanten Strukturen oder Pläne immer wieder zu durchbrechen. Una parte de vivir en alta frecuencia es también de romper cada rato tu propia estructura. Tus planes que has hecho, tal vez las vas a cambiar. Viele haben mir gehört von diesen magischen Momenten früh morgens, nach 3 Uhr, in der Früh, 4 Uhr, 5 Uhr, je nach Tradition. Und wir waren jetzt nicht ganz so hart, es ist jetzt nach 6 Uhr. Aber ich glaube, wenn es sein soll, dann hör einfach darauf. Wenn du aufwachst in der Nacht, dann setze dich doch auf die Bettkante und meditiere ein bisschen oder geh raus. Geh raus, begrüße den Morgen oder die Nacht und irgendwas wirst du lernen, irgendwas Schönes wirst du berühren in dir. Und das ändert viel. Quiero decir que, pues esos momentos cuando te despiertas en la noche, quédate despertado un momento, al mínimo siéntate en tu cama, medita un poco, o tú ves, vas afuera, saludas la noche, algo bonito se te va a quedar. En las tradiciones conocemos de esos momentos mágicos donde dicen que deberíamos levantarnos, ¿no? A las 3:30 de la mañana, 4 o 5, según las tradiciones existen diferentes horarios. Bueno, hoy nos levantamos o encendemos el fuego casi a las 6 de la mañana. Conéctate un poquito de tu corazón al corazón del fuego, al fuego sagrado. Von deinem Herzen aus verbindest du dich mit dem Herzen des Feuers, mit dem heiligen Feuer. Lass ein bisschen los. Stell dir vor, du gibst etwas, was du nicht brauchst, ins Feuer hinein. Wir haben hier schon jeder hier eine Absicht gepflanzt. Suelta lo que ya no necesitas hacia el fueguito. El fuego quema y transforma. Aquí ya hemos ya sembrado una intención. Luego toma la energía del fuego, renóvate así, renuévate. Fuego es lo que no se ensucia,
no se contamina. Das Feuer, das wird ja nicht schmutzig. Das wird nicht verschmutzt. Nimm so die neue Energie, erneuere dich. Una palabra, Julia. Ein Wort, Julia. Nein. Gut. Schweigen ist auch Weisheit. En el momento de schweigen, su momento de silencio. Recibe la energía de Semuk, del recinto natural Semuk. Das die Energie wahrnehmen, empfangen, aus dem Naturalpark Semuk. Und dann bin ich mir nochmal bewusst der Verbindung zur Teotihuacan, die seit gestern der Start ist, weil wir da ja in einer Woche beginnen. Entonces, para cerrar, quiero hacer consciente la conexión con Teotihuacan, la ciudad de los dioses, que desde ayer la percibo muy fuerte porque en una semana vamos a trabajar ahí. Entonces, ¿ves? La idea es también de compartirte eso, que es normal que el tiempo y el espacio se empieza a mover. Son líneas de tiempo, de espacio que existen paralelamente. Möchte damit auch sensibilisieren dafür, dass es normal ist, dass diese Dinge passieren. Es ist wie wenn die Zeitlinien oder Raumlinien sich so verschieben und alle parallel da sind. Es kommt mir vor, als wäre ich jetzt schon in Teotihuacan. Parece que ya ahora estuviéramos en Teotihuacán. Así, con mucho respeto para todos estos templos en el planeta que nos ayudan a mantener la red de luz. Viel Respekt für all diese großen Tempel auf der Erde, die uns helfen, das Lichtnetz zu, dass es weiter wächst. Brauchen wir so in dieser Zeit, lo que necesitamos tanto en este tiempo. Con mucho respeto, mit viel Respekt, wieder ein Moment der Stille, ein Moment de silencio. Si gustas, viaja ahí. Reise dorthin, wenn du magst. Julia sagt, sie war ein bisschen da in Teotihuacan, weil man hört es vielleicht nicht. Julia dice que sí estaba un poco ahí en Teotihuacan. Odila auch ganz glücklich, weiß ich, ob man sie sieht. Sie liebt die Zeremonien. Odili también le gusta las ceremonias. Creo que cerramos. Wir schließen damit diese Willkommenszeremonie, ist die Zeremonie der Bienvenida.